Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht's endlich mal um die vierte Phase, um die nächste große Phase und zwar die Implementierungsphase. Jetzt fangen wir an mit Code zu schreiben. Das ist relativ spät, ich weiß und ihr habt lange drauf gewartet, aber jetzt fangen wir endlich damit an. So, ich werde euch in dieser Reihe nicht Programmieren beibringen. Ich werde in dieser Reihe auch keine wirklich konkrete Sprache benutzen, sondern ich werde Pseudocode benutzen. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, was ich hier gerade hinschreibe, dann ja, es ist keine wirkliche Sprache, sondern es ist einfach so, wie es halt häufig mal zumindest ähnlich aussieht. Haben wir auch so in der Programmieren-Lernen bei mir, Reihe bei mir gemacht. Das heißt, da könnt ihr gerne mal nachgucken. Und ja, jetzt nur, wie gesagt, ein paar Ideen, wie man UML-Klassendiagramme in tatsächlich Code umsetzen kann. So, also wir haben ja hier diese wunderbare Darstellung, wie das Ganze auszusehen hat und jetzt versuchen wir das alles mal in Code umzusetzen. Achtung, wir machen heute alle Folien durch, das heißt nicht einfach wegschalten, das ist nicht alles, es geht natürlich noch weiter. So, also als erstes mal, wir haben hier einen Public Boolean ist gesund. Ja, das wird einfach realisiert, indem wir eine Klasse Essen schreiben. Klar, Klasse Essen hier, das ist ja immer ein Klassendiagramm, das Ding ist eine Klasse. Und dann haben wir hier einen Private Bool ist gesund. Jetzt habe ich doch gerade gesagt, ist Public. Naja, man schreibt das ganze Ding trotzdem Private und packt das dann in Functions. Das heißt in Public Setter ist gesund oder Public Get ist gesund. Und ja, gibt dann das Ding zurück bzw. setzt es. Grund dafür ist, dass man dann später relativ leicht und wirklich sehr leicht einfach noch irgendwelche Guards einfügen kann. Das heißt Überprüfung, ob das auch wirklich gesetzt werden darf, ob es ein gültiger Wert ist und so weiter und so fort. Eigentlich alles private machen und dann Public Setter und Getter reinschreiben, wenn es wirklich jeder lesen darf. So, nächste Klasse Kuchen. Das einzige Neue hierbei ist, dass diese Klasse Kuchen auch wirklich eine Vererbung hat. Das heißt, wir haben hier genau einen Pfeil und genau zu dieser Klasse hier. Das heißt, wir haben hier ein Extens Essen. Wenn es ein Interface ist, dann kommt da Implements rein, ansonsten kommt halt Extens rein. Dürfte aber auch klar sein. In manchen Sprachen ist es sowieso eigentlich fast dasselbe. Okay. Dann haben wir hier noch zwei weitere Klassen. Die Klasse Krümel habe ich komplett weggemacht. In der Klasse Stück findet ihr jetzt hier noch eine neue Methode. Das hatten wir bislang noch nicht, also zumindest keine richtigen Methoden. Und im Endeffekt, ja, Public Class Stück Extends Kuchen. Nicht Essen extenden, sondern nur dahin, wo der Pfeil auch hingeht, also zum Kuchen. Und Kuchen extendet ja Essen, dadurch erbt sich das dann durch bis zur Klasse Stück, also dürfte klar sein. Und dann haben wir hier Public Function Essen, also diese macht fett, habe ich hier mal weggelassen, damit Platzgründe und so. Public Function Essen returned ein Void und der Code ist natürlich immer noch das, was der Programmierer einfügen muss. Da steht nur drin, was es gibt, nicht was es machen muss. Außer es wird natürlich angegeben explizit, hatten wir auch schon ein paar Mal hier. Wenn es explizit angegeben ist, klar, dann ist schon der Code vorgegeben, aber ansonsten eben nicht. Okay. Weiter geht's. Wir haben hier noch einige andere Spezialfälle von Beziehungen. Und zwar in unserem Fall habe ich jetzt hier einfach mal das Stück und den Krümel genommen, ohne Vererbungshierarchie. Und ein Stück hält sich jetzt mehrere Krümel. Macht ja auch irgendwie Sinn, oder? So, das Stück hält sich jetzt hier mehrere Krümel. Das heißt aber trotzdem, wir sehen hier in den Membern überhaupt gar nichts. Aber wir haben hier diesen Pfeil und da steht 1 und K und zeigt auf die Klasse Krümel. Dann bedeutet das, die Klasse Stück hält sich genau einen Krümel, das heißt, wir haben hier einen Private Krümel K. Genau einen, nicht mehr, einen. Und der Krümel nennt sich K, wenn das angegeben ist, das heißt, hier steht auch wirklich der Name von dem Ding. So, kann in manchen Fällen wichtig sein, wenn man zum Beispiel über OCL oder sowas dann noch weitere Methoden oder sowas definiert. In den meisten Fällen ist dieser Name hier nicht wichtig. In den meisten, nicht in allen. Achtung, auch hier Private das Ganze und ja, das ist auch das schon. Aber wenn wir jetzt hier natürlich ein Sternchen haben, bedeutet das, dass wir mehrere Krümel haben können, und zwar beliebig viele. Das heißt, wir haben hier eine Liste aus Krümeln. Achtet immer darauf, dass hier die Liste niemals null ist. Das heißt, hier muss auch immer eine entweder gültige Liste übergeben werden oder die Liste muss einfach leer sein und ihr müsst sie dann erzeugen sozusagen. Aber die Liste kann durchaus auch leer sein. Sie sollte nur niemals null sein, wenn es sonst meistens zu Fehlern kommt. Aber einfach eine Liste aus Krümeln und die Liste heißt dann K. So, nächster Schritt. Wir haben hier genau 42 Elemente oder 42 Krümel in unserem Stück. Und natürlich bin ich mal wieder sehr beliebt. Sorry. Okay, was hatten wir gerade gesagt? Wir hatten hier 42 Krümel in einem Stück drin. Das bedeutet, und diese Liste aus Krümeln wird genau K genannt wieder. Das bedeutet allerdings für uns, wir müssen jedes Mal, wenn wir irgendwie diese Liste ersetzen, müssen wir überprüfen, ob das auch wirklich genau 42 Krümel sind. Das heißt, wir müssen hier die Länge überprüfen, ob das 42 sind.
Achtung, hier macht ein AdNewKrümel oder sowas überhaupt keinen Sinn. Das heißt, da muss man wirklich aufpassen, es darf keine AdKrümel-Methode geben. Sinn macht das erst in so einem Fall, wo man zum Beispiel 0 bis 42 Krümel haben kann. Oder 42 bis Sternkrümel, da macht das ganze Ding auch Sinn. Da muss man aber trotzdem überprüfen, ob die Länge der Liste im gültigen Bereich ist. Und man hat hier eine AdKrümel-Methode, die macht natürlich Sinn, wenn man sie braucht. Aber die wird hier auch nicht definiert. Das heißt, das ist auch Aufgabe des Programmierers, solche Methoden irgendwie zu schreiben, die vielleicht sinnvoll sind, die man vielleicht brauchen kann oder sowas. Klar, aber trotzdem nicht unnötige Methoden schreiben, die einfach niemals benutzt werden zum Beispiel. So, nächster Schritt. Und das ist jetzt der letzte große Schritt. Da seht ihr auch schon letzte Folie für heute. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch zur Implementierung zu sagen habe. Natürlich solltet ihr programmieren können für den Fall. Das wäre ganz sinnvoll. Aber okay. Ja, könnt ihr aber in anderen Serien von mir lernen. So, was wir jetzt hier haben, ist eine besondere Beziehung. Und zwar hier eine Beziehung, die sich identifiziert über eine Signatur. Das heißt, die Krümel werden nicht als wirklich die Krümel benutzt, sondern sie werden über eine Signatur wieder rausgezogen und wieder reingesteckt natürlich auch. Und das bedeutet für uns, wir haben in der Klasse Stück eine Map, eine Hash-Map oder sonst irgendwas, irgendeine Map halt. Und die, der Identifikator ist hier der String Sign, der hier angegeben ist. Das Ding nennt sich auch wieder K und wir referenzieren natürlich Krümel. Das bedeutet, wenn wir einen neuen Krümel einfügen wollen, dann müssen wir natürlich hier erstmal schauen, ob das Ding schon drin ist. Also wenn die Krümel hier schon die Signatur, ups, hier habe ich Signatur geschrieben, Achtung, Sign und Signatur soll dasselbe sein hier. Das heißt, wenn die Signatur hier schon drin steht, dann brauchen wir natürlich das Ding nicht nochmal neu reinfügen, aber wenn diese Signatur noch nicht vorhanden ist, dann packen wir den neuen Krümel mit der neuen Signatur oder mit der gegebenen Signatur hier einfach rein. So, und wenn wir einen Krümel uns ziehen wollen, also einen Krümel bekommen wollen, dann haben wir hier eine Signatur, die wir angeben müssen, dann bekommen wir eben den Krümel. Ja, und das ist im Endeffekt auch schon alles. Eigentlich die anderen Sachen sind sehr intuitiv, also eigentlich eindeutig, was man da machen muss. Das heißt, die habe ich jetzt nicht alle vorgestellt und sollten aber trotzdem klar sein. Wenn irgendwas unklar ist, dann schreibt ihr mir bitte einfach und sagt mir Bescheid und ja, dann haben wir das eigentlich auch schon. Und nächstes Mal geht's dann weiter. Wir hören uns, bis dann, ciao.